Ja, da sind die ersten Orks. Da ist der erste Ork. Und paar fette Ruckler hintereinander. Alter! Dieser Ruckler war ja übel. Nichts zu Ha, plündern. mittlerer Ork-Axt, der konnte ja mal gar nichts. Ich nehme da ein paar Tränke, nicht zu viele. So, das reicht erstmal. Alter, wieso ruckelt das auf einmal so scheiße? Hier bin ich vom Schamanen sicher. Den habe ich erledigt. Und er hat einen Trank. Perfekt. Schamane, Schamane. Zwei Schamane, Schamane. Komme ich hier raus, ohne dass die mir Schaden machen? Ah ne, der hat mich ja gerade einmal getroffen. Ein paar Orks und sie haben mich nur einmal getroffen. Hoshpak. Wer bist du denn? Wieso hat der Ork einen Namen? Hätte ich ihn nicht töten sollen? Ist das möglich? Scheiß drauf. Orks verdienen den Tod. Da gehe ich, wie gesagt, nicht hoch. Das Gebiet ist für Kapitel 4 reserviert. Ihr werdet sehen, warum. Drei? Drei oder vier? Ich weiß es nicht. So, jetzt bin ich hier auf der Seite. Die paar Snapper sind keine Bedrohung. Die Orks da hinten umso mehr. Viel zu viele Orks. Da hinten ist die Ork-Rampe. Kann ich auch mal eben kurz in die Burg. Dunkelpilz. Wir haben das Minental langsam entorkt. Langsam, langsam. Alter, ich will zu Diego. Er geht jetzt schlecht, ne? Da gehe ich später hin. Oder nach der Aufnahme. Ich werde jetzt erstmal Bericht erstatten. Uda, dir hey. Sollte ich doch den Ring geben. Ich bringe dir Tengrons Ring. Er soll dich schützen. Aber Tengron wird ihn sich holen, wenn er zurück ist. Was? Weißt du, was das für ein Ring ist? Diesen Ring hat er als Auszeichnung für seinen Mut im Kampf bekommen. Du sagst, er will ihn sich wieder zurückholen? So Innos will, wird er das. So Innos will. So, jetzt zu Garond. Ruckel, 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 wieso? Vorhin hat es die ganze Zeit nicht geruckelt und jetzt fängt es auf einmal an zu ruckeln. Das war wie bekloppt. Ich habe mit Fayette gesprochen. Was hat er mir mitzuteilen? Seine Leute haben zwei Kisten mit Erz gefördert. So, zwei Kisten? Genau so wie du sagst. Ich brauche aber keine zwei Kisten. Ich brauche 200 Kisten. Er lässt dir ausrichten, dass er mehr Männer braucht. Was?
Ich soll noch mehr Männer in den sicheren Tod schicken? Das kann er vergessen. War genauso, wie du sagst. Wegen Silvestros Schürfstelle. Warst du bei ihm? Hast du ihn gesprochen? Dort sind alle tot. Sie wurden wohl von Minecrawlern überrascht. Was ist mit dem Erz? Weißt du, wie viel sie geschürft haben? Ein paar Kisten haben sie vorher in Sicherheit gebracht. Sie stehen in einer Höhle auf dem Weg von der Burg zur Schürfstelle. Verdammt! Das waren viele gute Männer. Möge Innos sich ihrer Seelen annehmen. Verdammt! Was ist da draußen eigentlich los? Ist Belia selbst gekommen, um uns zu vernichten? Meine Männer sind fast alle tot. Und mit dem bisschen Erz können wir nicht mal einen Ork aufhalten. Geschweige denn eine Armee! Diese Expedition ist zum Scheitern verurteilt. Was ist mit dem Schreiben für Lord Hagen? Wir haben insgesamt 10 Kisten Erz. Und mehr als doppelt so viele Verluste an guten Männern. Du wirst dein Schreiben bekommen. Lord Hagen muss davon erfahren. Dieses Tal ist verflucht. Das Böse ist hier. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Wie sieht's mit meiner Bezahlung aus? Ja, richtig. Du bekommst noch Gold von mir. Hier ist deine Belohnung. Ich glaube nicht, dass ich da was sehe. Was hast du jetzt vor? Ich habe alles versucht. Meine Hoffnung ruht jetzt auf dir. Und darauf, dass Lord Hagen mir Unterstützung schickt. Wir werden weiterhin ausharren und zu Innos beten, auf dass er uns in diesen dunklen Stunden nicht mutlos werden lässt. Jemand wird dafür büßen müssen. Okay. Wo sind die eigentlich alle? Schlafen die noch? Wie viel Uhr ist es? Ja, wenn man schläft, wacht man, glaube ich, um 8 auf. Jetzt ist 7. Boah, dieses Grockel, ich verstehe den Grund einfach nicht. Vielleicht, weil ich zu lang spiele oder so. So absurd es auch klingen mag. Ja, steh mal auf. Ah, verdammt, was ist los? Dankeschön. Ich brauche noch relativ viel Erfahrung für ein Level Up. Aber bevor wir nach Korinnes gehen, werden wir uns diese Erfahrung noch holen. Mit den ganzen Orks. Ich wundere mich über gar nichts mehr. So. Was steht als nächstes auf dem Plan? Ich hätte das anders gemacht. Ich rede mal kurz mit... Wie hießen die noch? Parsival und... Auric. Oder? Hießen die so? Parsival? Warte mal. Noch ist alles ruhig. Aber. Okay. Und Auric? Bin ich hier jetzt fertig oder was ist los? Wie ist die Lage? Die Expedition ist an einem Tiefpunkt angelangt. Doch wir werden nicht aufgeben. Denn Innos ist bei uns. Er wird uns sicher aus dem Tal führen. Sicher. Vorher fress ich einen Ork. Sag mal, wieso blute ich eigentlich? Achso, das ist gar nicht meine... Das ist meine alte Blutspur. Ich dachte schon so, hä? What the fuck? Von mir hat er das wirklich nicht verdient. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. So, was mache ich jetzt? Wie viele Heiltränke habe ich? Sehr wenige. Oh Gott. Das ist alles ein bisschen härter, als ich angenommen hatte. Ich brauche die Drachenschneide. Also ich habe sie ja schon, aber ich muss sie auch anlegen können. Da fehlen mir 13 Stärkepunkte. Ich hoffe, dass ich sie mit dem Trank und mit Diegos Hilfe auch kriege. Also mache ich hier einen Cut und dann sehen wir uns bei Diego wieder. Also bis